Das ist ein gravierendes Problem. Viel zu wenige bezahlbare Wohnungen und kaum Neubau. Durch die Inflation wird alles immer teurer, damit auch leistbares Wohnen. Wie werden wir leben? Viele befürchten, dass Wohnen in Zukunft nahezu unleistbar wird. Doch was ist da jetzt wirklich dran? Ich schaue mir das heute an. Wie immer zuerst die Fakten. Hier eine Statistik auf Basis der Zahlen der österreichischen Nationalbank. Die Preise sind rasant gestiegen. Doch was sind die Gründe? Ein Mietmonitor der Technischen Universität Wien zeigte 2021, dass private Mieten für Durchschnittsverdienende immer schwieriger zu stemmen sind. Und in Berlin, wo der Mietendeckel gerichtlich gekippt wurde, gehen Menschen gegen den Mietwahnsinn sogar schon auf die Straße. Die Entwicklung kommt für Fachleute nicht überraschend. Bereits vor der Corona-Pandemie gab es eine Krise der Wohnungsbezahlbarkeit. Schon im Jahr 2019 waren fast 10% der Bevölkerung in den EU-Staaten stark von Wohnkosten belastet. Die Pandemie hat dann die Situation weiter verschärft, wobei die Wartelisten für Sozialwohnungen noch länger geworden sind. Obwohl in vielen Ländern kurzfristige Maßnahmen zur Unterstützung von Mietern ergriffen wurden, fehlt es an langfristigen Plänen, mehr Geld in den sozialen Wohnbau zu investieren. Die Problematik gestaltet sich schon international schwer vergleichbar, da die Märkte unterschiedlich funktionieren. Jedoch ähneln sich die Ursachen, wie der Wohnbauforscher Justin Cardi erläutert. Ein Problem sieht er in der neoliberalen Politik der 1980er und 90er Jahre. In England wurde der soziale Wohnungsbau privatisiert und an Bewohner verkauft. In Deutschland wurden hunderttausende Sozialwohnungen in Ballungsräumen veräußert. Auch in anderen Ländern wurde vermehrt auf den privaten Wohnungsmarkt gesetzt, wo das Preisspiel von Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt. Mit der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes hat in den letzten Jahren noch eine weitere Entwicklung in vielen Städten eingeschlagen. Wohnungen werden stärker als früher als Finanzprodukt betrachtet und gehandelt, erklärt Cardi. Auch in Wien ist dieses Phänomen zu beobachten. Hier werden zunehmend im Bau befindliche Häuser von Investoren erworben, um sie nach Fertigstellung gewinnbringend weiter zu vermieten. Doch viele Kritiker vernachlässigen dabei einen wichtigen Aspekt. Hinter den großen Fonds stecken oft kleine Anleger, die ihre Altersvorsorge verbessern möchten. Und dies kann dann zu paradoxen Situationen führen, wie beispielsweise wenn Mieter über steigende Mieten in ihrem Wohngebäude klagen, nur um dann festzustellen, dass es ihrem eigenen Pensionsfonds gehört. Und zu diesem Thema haben wir auch mit Elisha Grünauer gesprochen. Er ist Bauingenieur. Ja, eindeutig. Wenn man die letzten 5-6 Jahre mal schaut, ist vor 5 Jahren war ein Kindergarten in der Größenordnung von 4 Gruppen bei ca. 4,4 Millionen Euro. Der gleiche Kindergarten wird jetzt 5-6 Jahre später um 6,2 Millionen Euro realisierbar sein. Anders ausgedrückt, eine Gruppe Kindergarten hat damals ca. 1 Million Euro gekostet und jetzt sind wir beim 1,5-fachen, also 1,5 Millionen und steigend. Das ist leider aus verschiedensten Gründen so, aber es wird immer teurer werden. Wieso? Was sind denn jetzt solche Gründe, wieso der Bau immer teurer wird? Zum einen liegt vieles auf der Hand. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und andere Krisen haben Engpässe, Materialknappheit verursacht. Das ist natürlich ein großer Faktor. Es gibt aber auch andere Gründe wie Preise, die nicht so sehr beeinflussbar sind oder auch Faktoren wie zum Beispiel das energieeffiziente Bauen. Es gibt hier oft Förderprogramme, die von der Regierung oder von anderen Stellen aufgelegt werden. Und wenn diese Förderprogramme wieder auslaufen, dann geht der Preis oder dann kostet das Bauen auch dadurch mehr. Und dann bauen vielleicht auch weniger Leute. Und zu der Problematik der Wohnpreise zählt natürlich auch das Heizen. 8% der Bevölkerung sind nicht in der Lage, aus finanziellen Gründen ihren Wohnraum angemessen zu heizen, sei es ihr Haus oder ihre Wohnung. Haushalte mit niedrigem Einkommen können nur begrenzt Miete zahlen. Jedoch sind preiswerte Wohnungen auf dem freien Markt oft in älteren Gebäuden mit geringerer Energieeffizienz zu finden. Eine Sanierung dieser Immobilien verbessert zwar die Wohnqualität, führt aber gleichzeitig auch zu steigenden Mietkosten, wodurch wiederum diese Bevölkerungsgruppe unter Druck gerät. Als Verursacher dieses teuren Wohnens wird oft die Bauwirtschaft verantwortlich gemacht. Doch Innungsmeister Robert Rauter sieht die Schuld vielmehr bei der Industrie, die profitiert habe. Eines muss man aber auch sagen, die Zukunft schaut natürlich auch für gewisse Betriebe sehr schwierig aus. Da muss man schon die Klein- und Mittelbetriebe erwähnen. Davon redet kein Mensch. Die KMUs, die nur Häuselbau und Privataufträge machen, haben einen Rückgang von 80%. Und auch in Deutschland schaut es natürlich nicht besser aus. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund fehlen bundesweit 700.000 bezahlbare Mietwohnungen. Besonders akut sei die Situation bei sozialem Wohnbau. Hier seien die Wohnungsbauziele bis 2025 nicht mehr zu erreichen. In neuen Mietverträgen von bereits bestehenden Wohnungen sind die Preise laut
laut einer Studie bundesweit um 4% gestiegen. Im Schnitt kostet ein Quadratmeter nun 9,66 Euro kalt, in Großstädten 12,23 Euro. Laut aktuellen Zahlen der NRW-Bank ist der Preisanstieg in Nordrhein-Westfalen zumindest bei neu vermieteten Wohnungen noch höher. Demnach stiegen die Mieten für zur Miete angebotene Bestandswohnungen von 2021 auf 2022 um 5,7%. In Köln liegt der Quadratmeterpreis bei neu vermieteten Bestandswohnungen bei 12,73 Euro, in Düsseldorf bei 11,69 Euro und in Gelsenkirchen bei 6,29 Euro. Und dazu gibt es auch eine wirklich sehr gute Grafik auf der Seite vom WDR. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eine weitere wichtige Frage ist natürlich, kann man beim Wohnbau irgendwie sparen? Ja, das ist jetzt so eine Sache mit dem Sparen. Wenn man ein bisschen das Netz durchforstet, dann findet man da natürlich einige Dinge, die es leistbarer machen oder wo man sparen kann. Allgemein gilt aber trotzdem der Grundsatz, wer billig kauft, kauft zweimal. Man kennt es von Handys oder von irgendwelchen anderen Dingen. Alles, was ich günstig erwerbe, hat vielleicht weniger Qualität. Deswegen sollte man da nicht an der Qualität der Materialien sparen, auch wenn die teuer sind, sondern man sollte vielleicht an anderen Stellen sparen. Und eine Möglichkeit hier ist zum Beispiel die Quantität. Das heißt, wenn ich mein Gebäude baue, ob das jetzt ein Kindergarten ist oder ob das ein Einfamilienhaus ist, ich soll mir mal anschauen, wie groß ist es? Brauche ich das so groß überhaupt? Kann ich den Grundriss optimieren? Kann ich das Gebäude kleiner bauen? Kann ich das Grundstück, wo ich das Gebäude draufbauen möchte, kann ich das vielleicht statt kaufen pachten? Oder kann ich ein kleineres Grundstück nehmen? Oft ist es auch so, dass Gebäude vielleicht eine besondere Form haben sollen, um irgendwie Aufsehen zu erregen. Bei einem eigenen Haus möchte man auch, dass gewisse Dinge vielleicht da sind. Vielleicht wählt man aber auch da bewusst einen schlichten Baukörper und dadurch kann es auch schon günstiger werden. Das sind Dinge, die man aufs Erste vielleicht gar nicht so denkt, aber das kann dazu führen, dass es einfach etwas günstiger wird. Billig wird es deswegen trotzdem nicht, aber man spart sich schon einen gewissen Prozentsatz. Gibt es so allgemeine Lösungssätze für das Problem, alles wird teurer, also allgemein durch die Verzug wird ja alles teurer, besonders im Wohnungsbau befürchten ja viele, dass wir, unsere Generation, sich jetzt nicht mehr leisten können wird, ein eigenes Haus zu bauen? Ja, allgemeine Lösungsansätze ist ein bisschen schwierig. Man kann da nicht so pauschal irgendwie was sagen. Natürlich gibt es Ansätze, gerade wenn man das eigene Haus baut, geht ein bisschen in die Richtung, was ich vorher erwähnt habe, was das Grundstück zum Beispiel betrifft. Wenn ich das Grundstück nicht kaufen muss, dann kann ich mir schon was sparen, das wäre ein Lösungsansatz. Es gibt vielleicht Eltern oder Großeltern, die vorausgedacht haben und gesagt haben, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, ich kaufe dieses Grundstück. Die haben das vor 20, 30, 40 Jahren gekauft, für wenig Geld vergleichbar, damals vielleicht viel Geld, aber für heute wenig Geld. Und wenn ich zum Beispiel so ein Grundstück von meiner Oma geschenkt bekomme, dann ist es ein Lösungsansatz, wo ich sage, dann kann ich mir das Bauen vielleicht noch leisten, weil ich nur mein Haus drauf zahlen muss, das Grundstück bekomme ich. Natürlich, das andere, was ich angesprochen habe, gibt es auch Förderungen. Es gibt auch für die privaten Häuselbauer gibt's Förderungen, die werden immer wieder neu aufgelegt. Alles durchforsten, alles durchsuchen, da gibt es für energieeffizientes Bauen, für Heizungserneuerung, für Photovoltaikanlage und so weiter, gibt es immer Förderungen. Und die voll ausschöpfen und eigentlich mit der wichtigste Punkt, wie man sich was sparen kann, und das finde ich am spannendsten, weil ich selber gerne mit den Händen arbeite, ist bei den Lohnkosten. Preise sind eigentlich gleich, egal wer baut, das Material kostet immer das Gleiche. Aber die Lohnkosten sind im europäischen, zentraleuropäischen Raum natürlich auch sehr hoch. Wenn man das jetzt vergleicht vielleicht mit Lohnkosten in einem Land in Asien, irgendwo in Indien, die bekommen einen Bruchteil dessen für ihren Lohn, für ihre Arbeit, als was die Deutschen und Österreicher hier bekommen. Der Mindestlohn, der gesetzliche in Deutschland zum Beispiel, ist seit 1. Januar auf 12,41 Euro pro Stunde. Wenn ich um diesen Preis jemanden beschäftige, dann kostet es natürlich auch etwas. Das heißt, ich kann bei den Lohnkosten sparen, indem ich Dinge selbst mache. Ich kann zum Beispiel Boden legen oder ich kann mein Haus selbst ausmalen, dann spare ich mir den Maler, weil ich selbst diese Leistung oder diese Lohnkosten erbringe. Und das ist ein großer Faktor, den auch manche vielleicht unterschätzen, wo ich, wenn ich selbst ein Haus bauen möchte, mir den Ausbau zumindest günstiger machen kann. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig, wenn es um Elektrik oder um Wasserinstallationen geht, da sollte man schon einen Fachmann dran lassen. Aber es gibt viele Dinge, die man im und auch ums Haus selber machen kann und es muss nicht alles perfekt sein. Es soll so lange halten, dass eine Familie darin wohnen kann und dass sie aufwachsen kann
und früher oder später verkauft man vielleicht das Haus auch wieder oder stößt es ab und zieht in eine kleinere Wohnung. Also weniger ist manchmal mehr, das Gebäude vielleicht etwas kleiner machen, den Baukörper überdenken und vielleicht auch selber Hand anlegen, dann kann man sich's schon auch noch leisten. Einfach ist es sowieso nicht, aber das war es auch schon für unsere Eltern und Großeltern nicht. Die mussten auch immer voll reinhauen und Fleiß und Preis dafür zahlen. Das wird es auch für uns weiterhin bleiben, aber so kann es eine Möglichkeit sein, dass es trotzdem noch erschwinglich ist. Und die Lage ist wirklich so dramatisch, dass einige Leute sogar gänzlich auf eigene vier Wände verzichtet haben. Erik zum Beispiel, wie in diesem TV-Beitrag gezeigt wird, lebt im Zug, da die Miete in München zu teuer ist. Doch auch er hat den Wunsch. Also ich wünsche mir definitiv eine Wohnung, weil das war ein Abenteuer, es hat Spaß gemacht und es war auch irgendwie so die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Man kann jederzeit überall hin und her fahren und erlebt so vieles, aber es ist einfach anstrengend und ich vermisse Privatsphäre. Ich brauche einfach einen Raum für mich, den ich zumachen kann ohne Fahrkartenkontrolle. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Thema denkt. Das war's dann von diesem Video. Danke für schon über 500 Abonnenten auf YouTube. Ich freue mich wirklich sehr. Abonniert gerne meinen Kanal, joint auf den Community Discord. Bis bald.